Verstrahlte Grüße, meine lieben Ödländer, und herzlich willkommen bei Fallout 76. Hier mal wieder am Herz, wie immer hätte ich jetzt was gesagt. Nein. Wir machen heute Atlantic City mal. Nachdem wir hier ein bisschen Feldforschung betrieben haben. So. Okay, wir brauchen noch ein paar Insekten. Gucken. Einmal. Da drüben ist 2 und 3. Komm raus. Oh. Dann könnte man auch schnell herstellen. Robo-Arme könnte man machen. Oh. Die schönen Robo-Arme wieder. Neuer Tag, neues Glück, sag ich. Automatische Warnung an alle Responder. Die Mr. Farmhands sind außer Kontrolle. Evakuiert die Zivilisten und schaltet die Aufseher aus. Sobald sie erledigt sind, müsst ihr den Server neu starten. Noch einmal. Robo-Arme. Potenzielles kompostierbare. Der nächste. Gut. Noch einmal eine Mahlzeit. Dies ist eine automatische Nachricht. Die Waldwache hat festgestellt, dass alle Aufseher ausgeschaltet sind. Gute Arbeit. Responder-Team, begebt euch zum Anbauzentrum und dort zum Hauptrechner. Ihr müsst die Mr. Farmhand Zielparameter zurücksetzen. Das müsste unsere Leute in diesem Gebiet schützen. Seid vorsichtig. Ja. Ich hab 5-mal Milch bekommen. Okay. Winter Kreis. Auf nach Atlantic City. Da-da-ba-ba-ba-ba. So. Jetzt muss ich aber noch mal gucken. Ich weiß nicht mehr, was mir machen muss. Die Welt ist eine befühlende. Ah, finde den Weg in den High Road. Okay. Das ist der angesagteste Ort in AC. Warum die nie. Stimmt, da hatten wir doch. Den Schlüssel haben wir doch da gebraucht. Und runter da. Oh, rein hier. Da muss ich hier jetzt noch mal. Tim hält sich für den Anführer von AC. Als ob ein alter Farmer irgendwen. Hier ist wie das Paradies. So ich sag dir, Zahltag ist hier mittlerweile ein Mythos, seit er geboren ist. Sehe ich aus wie ein Butler? Geh jemand anderem auf die Nerven. Ja, aber wie ein Butler.
Quintins Nachtclub. Ich sollte mal rausgehen und den Kopf freikriegen. Aber... mir zu viele böse Leute. Sie haben ihn nicht Zugang. Türsteuerung. Öffnen. Hallo, Teddy. Muss ich überhaupt machen? Ach so, warte mal, die Hyrule's. Warte mal, das ist doch oben, doch nicht unten. Muss mich jetzt erst einmal dran erinnern. Stimmt, oben war glaube ich eine Tür, in die ich nicht durchgekommen bin, weil sie versperrt war. Mal da ist, dann kriegt man sie. Au. Aber... hast du diesen Fraß der Munis gegessen? Was muss man tun, um Teufelsblut probieren zu können? Ich bin nicht reich oder berühmt. Noch nicht. Ja. Ich hab den Schlüssel gefunden. Hier sind mir zu viele böse Leute. Ich hab den Schlüssel gefunden. Endlich. Du musst die Cocktails bei so. Zahltag ist dir mittlerweile echt ein Mythos, seit der Gavone mit den Gürteln die Bücher macht. Das ist der angesagteste Ort in AC. Warum die Munis weißt in ihrer kleinen Ekelhütte bleiben wollen. Jetzt müssen wir bloß noch die Tür finden. Haben's gut. Ah. Was würde ich nicht für etwas. Ich glaube, ich sehe mir am Pier später eine was Show. Was guckst du an. Denn so? Dieses Gerede von Monstern in den Barrens. Ich meine, was soll mir eine Pflanze schon antun? Warum brauchen die Munis so viel Geld? Kriegen die Elektriker auch noch einen Anteil oder was? Cell hat schon wieder die Automaten manipuliert. Der Gauner ruiniert noch unseren ganzen Ruf. Okay. Muss mal dringend den Keller im Neapolitan abdichten. Die Überwucherten kommen wieder rein. Noch ein Royal Gladiator. Die Engel im Himmel meinen es wohl gut mit dir. Siehst du es nicht, Stan? Der beschummelt dich. So viel Glück hat doch keiner. Was hast du für einen Duft drauf? Komm schon, ich würde dich nie beschmutzen. Du bist der Mann. Weißt du, was ich am meisten an dir mag? Wie sehr du deinen Freunden vertraust. Kleiner Tipp. Wer als Mafioso hier Ärger macht, ist nicht besonders hell. Sag Bescheid, wenn du solche Leute triffst. Glaubst du echt, er hat mich verarscht? Komm schon, Stan. Drei Royal Flush hintereinander? Jetzt nimm das Geld und kümmere dich um deine Familie. Ich bin weg. Muss ich mich damit? Begrüß Sal nicht per Handschlag. Der Typ hat ständig schwitzige Hände. Ekelhaft. Alle regen sich auf, weil Conchetta Befehle gibt. Mich stört es nicht. Das ich Anteil bekomme, ist die High Rollers Lounge. Hau ab, wenn du keine Kronkorken übrig hast. Was glotzt du denn so? Hey, immer ruhig. Ich kann dir alle möglichen Camps beschaffen, aber das Blut. Wie kommst du darauf, dass ein niemand wie du was von Atlantic Cities angesagtesten Camps bekommt? Joey muss mal dringend den Keller im Hölle niemand? Dass die Ratte Antonio weggelaufen ist, war ein schwerer Schlag für die Familie. Du kommst mir bekannt vor.
Gehörst du zufällig zu diesen Leuten von außerhalb, die hier Aushilfsjobs machen? Na schön. Bekannte der Familie verdienen eine Kostprobe vom Besten, was die Stadt zu bieten hat. Aber zuerst musst du dich als vertrauenswürdig erweisen. Tu was für die Familie und du wirst belohnt. Verärgere die Familie. Und du kommst auf unsere Abschussliste. Also, ein junger Entertainer namens Zaid hat neulich aus einem unserer Läden Blut geklaut. Er hat heute Abend einen Auftritt. Wer unsere Regeln missachtet, verwirkt sein Recht auf Sorglosigkeit. Du willst was vom Blut? Dann versau die Show und verklickere Zaid, dass er nie wieder einen Gedanken daran verschwenden soll, uns zu beklauen. Kriegen die Elektriker auch noch? Okay. Fuck also. Cell hat schon wieder die Automaten manipuliert. Alles klar. Klingt, als würden wir uns verstehen. Hör gut zu. Du musst irgendwie hinter die Bühne kommen. Vielleicht kannst du so tun, als würdest du mitspielen. Das ist deine beste Chance, an Zaid ranzukommen. Sobald du zuschlagen kannst, hast du freie Hand, was du mit ihm anstellst. Wir treffen uns nach der Show draußen. Enttäusch mich nicht. Kapisch? Okay. Gut, euer Auftrag. Der Name wird noch mein Tod sein. Ich glaube, ich sehe mir am Pier später eine Show an. Wo ist der Ausgang nochmal gewesen? Warst du schon im Aquarium? Das Haus. Ach, da. Das ist der angesagteste Ort in AC. Warum im Juni? So, weiter geht's. Okay, die Show versauen. Das werden wir doch wohl hinkriegen, oder? Aber leider keine Karte. Blöde dran. Heißt, du musst die ganze Zeit blind hier rumlaufen. Oh. Ist das hier oder ist es eher das hier? Ich weiß es. Durch den Tunnel. Wer klopft da? Es ist so verwirrend, ist das. Du hast keine Karte, du weißt nicht, wo du hin sollst. Spitze. Oh nein.
hier? Mein Vater war ein gemachter Mann. Vater vor ihm. Aus da. Ein Stingi. Sich vielleicht wieder zurückfliegen oder? Vielleicht muss ich hier rein. Es schaut doch nach einem Nachtclub aus. Bin ich hier richtig? Promenade, warte mal, Promenade. Selbst meinte, Handschweiß wäre ganz normal. Promenade. Das Problem, dass die Ratte am Tod. Warum wird es mir nicht angezeigt? Mann! Jeden Tag sehe ich mehr von den Barons in der Stadt. Die Munis könnten mal einen Gärtner einstellen. Ich kann einen funktionierenden Fernseher mit meiner ganzen Freizeit anstellen. Warst du mal außerhalb der Stadt? Glaub mir, da willst du gar nicht hin. Wenn ich den Ton nicht treffe, werde ich zum Fußball. Das wäre ja schön. Vielleicht sollte ich zu. Zisch ab. Ich bin kein Pausenclown. Ich glaube, ich sehe mir am Pier später eine Show an. Ah, mal. Gehen wir doch mal in die Richtung. Du hast doch kein Lampenfieber, oder? Denken sich alle, ey, du bist in die richtige Richtung gelaufen, Mensch, Tausel! Alter, alles kaputt, ey. Ich sehe mir am Pier später eine Show an. Hey, ich könnte ein Entertainer sein. Okay, hier geht's definitiv nicht lang. Hier, als hätte es gar keinen Krieg gegeben. Tränensäcke müsste ich am Flughafen als Gepäck aufgeben. Glaub mir, Matakam ist ein anderes Projekt. Ich muss etwas Großes schaffen. Mutter zu enttäuschen. Ah. Oh, am Schluss. Gestern Abend war sowas. Was geht ab? Ich glaube, da müssen wir rein, oder? Unzugänglich. Och. Jeden Tag sehe ich mehr von den Barons in der Stadt. Oh. Willkommen! Willst du verblüfft, geschockt und unterhalten werden? Tja, als unser glücklicher 13. Gast bekommst du heute Abend all das und mehr umsonst. Herzlichen Glückwunsch! Dankeschön! Du wirst nicht enttäuscht sein. Geh bitte direkt zur Bühne und pass auf, dass du keine abgesperrten Bereiche betrittst. Wir sind heute Abend etwas spät dran, weil wir noch auf jemanden aus unserer Besetzung warten. Ohne unseren Star-Clown kann es nicht losgehen. Vertrau mir, das Warten lohnt sich. Ich könnte als Clown gehen. Zu können. Ich bin nicht reich oder berühmt. Und rein da. Eat here.
Subtil? Wirklich subtil. Na mal, habe ich zufällig ja was. Ach man. Danke. Betrete keine gesperrten Bereiche. Was haben wir hier? Nichts, was ich gebrauchen könnte momentan. Aha. Gucke ich mir gleich an. Oder auch nicht. Kann ich auch hier durch. Haben die Munis wirklich alles unter Kontrolle? Wo ist hier der Raum? In einer stillen Welt sind alle Pantomimen. Hallo? Überraschung! Ich bin deine neue beste Freundin! Alter, die Kappe ist cool! Ich will den Kopf haben. Warte mal, das ist doch das da. Ich will endlich alle zum Lachen bringen. Hallo. Und? Notiz. An den verrücktesten aller Starclowns. Ich habe dein Show-Outfit genau so vorbereitet, wie du das wolltest. Den Hut und das Outfit um Mitternacht angezogen. Über meine Unzugänglichkeit nachgedacht und in die Ärmel geheult. 10 Minuten lang hysterisch gelacht und mich von dem schlechtesten Körpersäften zu befreien. Das Outfit nicht gewaschen, die Taschen mit kleinen Streusen gefüllt. Na lecker. Alles hier hingelegt und exakt 8 Ballons und ein Lied gesungen und getanzt. Das wird jetzt garantiert helfen, die beste Vorstellung deines Lebens zu geben. Ich habe wirklich alles genauso gemacht, wie du es wolltest. Bitte bestraf mich nicht. Ja, perfekt. Aber... Dimples? Bist du endlich da? Zu spät bei der Premiere? Wer hat dich eingestellt? Ich? Wir werden den Massen mit ihren grausamen, geifernden Mäulern zum Fraß vorgeworfen. Oh, geh endlich auf die Bühne. Sie warten auf deine Eröffnungsnummer. Mich darf so niemand sehen. Nicht nur eine Show, ein Meisterwerk, eine unauslöschliche Erinnerung. Los, bevor unser gierendes Publikum. Ja, ja gut, ja gut, ich gehe ja schon auf die Bühne. Die Seele ist überdimensioniert, Stop. Nicht der Schuh. Hi. Wie komme ich jetzt auf die Bühne? Einmal vorne die Treppe hoch, ja. Reicht als Opener bitte den lustigsten, den schrägsten, den diabolischsten Darsteller auf der Bühne willkommen, den Star-Clown! Dieser irre Postenreißer schreckt vor keinem guten Gag zurück, nicht mal auf eigene Kosten. Aber seht selbst, was ich damit meine. Hey, Hallöchen, meine Lieben. Was ist machen? Aschenbecher? Mikrofon. Grüße. Ich bin Apest der Clown. Kurzgeräusche.
Der Zirkusdirektor ist außer sich vor Wut. Er hat seine Tochter beim Clown erwischt. Was steht auf dem Grabstein eines Clowns? Jetzt wird etwas Schluss mit lustig. Ich hasse es, wenn man mich anzieht. Ich bin nicht lustig. Ach ja! Nichts regt den Appetit eines Clowns mehr an als herzhaftes Lachen. Ein hungriger Clown tänzelt und tollt, um sein Lieblingsessen zu bekommen, mit Eifer von seinem fröhlichen Anführer geliefert. Heißt diese kichernde Clownsschar willkommen und erlebt ihren vollgemuten Fressflash. Ah. Oh. Hä? Kann ich nicht hier. Guck mal. Es geht nicht. Okay. Vielleicht die da. Nein. Vielleicht den da. Nein. Wo bleibt meine Torte? Und hier ist ein Klassiker. Mit explosivem Touch erlebt, wie dieser geschickte Spaßmacher mit scharfen Granaten jongliert. Okay. Schmeiß ich dir mal vor die Füße. Ah. Was für ein Knaller! Oh. Ich kann immer nur eine nehmen, das ist doch scheiße. Nicht die einfach. Die explodiert mal gar nicht. Die hoch in die Luft. Was ich denn machen? La, 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 la. Ach. Sind die echt?
Okay. Zurück. Ich will endlich alle zum Lachen. Hätte ich nur eine Blume für dich. Du, was machst du hier? Du hast mich verfolgt, oder? Erklär mir das auf der Stelle. Hier. Ich bin im Auftrag. Und dein Auftrag bringt dich ausgerechnet hierher. Du hättest das alles gar nicht wissen sollen. Aber es ist, wie es ist. Ich war hier mal der Star. Und ich verdiene, wieder einer zu sein. Das ist meine Bühne. Ich stoße dieses aufstrebende Sternchen herunter, um der Stadt zu zeigen, was sie eingebüßt hat. Jedenfalls hatte ich das vor. Deine Anwesenheit bringt meinen Plan durcheinander. Ja, da kann ich nichts dafür. Dann verstehst du auch, warum ich das tun muss. Es ist meine einzige Chance. Sonst war's das. Unsinn. Die haben sich immer über mich beschwert. Mich eine Diva genannt. Vincenzo sagte immer, ich solle ihm beim Arbeiten nicht im Weg stehen. Für sie bin ich eine Versagerin. Sie zeigen keine Wertschätzung. Trotzdem ist es deine Familie. Familie. Ich wusste mal, was das bedeutet. Aber nichts wird jemals genau so, wie man es sich ausmalt. Probieren sollte man es wohl trotzdem, oder? Im Showgeschäft habe ich immer alles versucht. Ist das Evelyn Russo? Der lebende Schandfleck? Das muss ich Mutter erzählen! Sie hetzt dir die ganze Stadt auf den Hals! Stopp! Komm zurück, du elende Dreck! Oh, Scheiße. Hätte nicht gedacht, dass sie so schnell Alarm schlagen. Oh. Nun, es wird nicht lange dauern, bis alle Entertainer auf der Promenade mit Macheten hinter mir herjagen. Aber bevor ich gehe, kann ich dir wenigstens helfen, Abigail zu helfen. Sag mir, was ich tun soll. Teufelbrunnen, genau. Schmutzige Geschäfte. Ein alter Hut in dieser Stadt. Im Schlussakt dieser kleinen Darbietung wirfst du, der Star-Clown, mit Messern auf den armen Zayt, der vor einer bunten Zielscheibe steht. Wenn du kein Problem mit Blut hast, liegt die Lösung auf der Hand. Wir wissen aber, dass die Entertainer es gar nicht mögen, wenn jemand schummelt. Und zufällig trägt Zayt eine Schutzweste unter seinem Kostüm. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Hat einen bitteren Beigeschmack. Nicht Zayt und ich sind wahnsinnig, weil wir am Leben bleiben wollen, sondern die Entertainer. Du erledigst den Job. Ich muss verschwinden, bevor mich Charlottes menschliche Bluthunde aufspüren. Okay. Die Weste. Wo hat er seine Weste? Nicht genug.
Mutter sagt, dass du durch das Blut unsere wahres Potenzial entfaltest. Aber wieso treibe ich dann immer noch durch denselben endlosen Abgrund? Für den kurzen, seligen Augenblick leuchteten die Wellen in allen Farben, sanft wie Seide, und ich schwebte wie schwerlos in meinem ganzen eigenen Paradies. Ich begegne zum ersten Mal und einzigen Mal den Frieden. Doch dann die Choropie, grelle Lichter, laute Schreie, Wände, die krachen in die Perspektive zurückstürzen, die stumpfe und erschütternde Wucht der Schwerkraft. Alles ist noch lauter als zuvor, das Antlitz der Gefahr nun vollendend enthüllt, da mich unaufhörlich von jemandem einzelnen Oberfläche an. Und doch hat er noch immer nicht die Augen geschlossen und noch immer ist mir nichts erwacht. Ich atme noch Angst erfüllt als je zuvor. Ich stolpere häufig, ich öffne den Mund und finde nicht die Worte, die er noch kurz vor erfasst hatte. Ist das etwa mein ganzes Potenzial? Ich habe so versagt. Das kann und darf nicht wahr sein. Ich muss einfach noch tiefer hinabtauchen und es zu finden. Ja, ich muss etwas am Boden dieses Abgrunds erblickt haben. Es muss dort etwas Prächtiges geben. Ich brauche einfach noch mehr. Mehr als uns jemals erlaubt war. Doch wo soll ich es finden und wie? Jeder Brunnen hat eine Quelle. Ich muss nur finden und trinken, bis sie versiegt. Dann, erst dann werde ich prächtig sein. Ach du Scheiße. Kleiderbügel. Mal einfach mal. Hatten wir Hollywood Schminkstich. Oh, cool. Und jetzt? Der ist so dreckig, du siehst da drin nicht. Was bringt mir der? Warte mal noch einen Moment. Ah, Charisma. Okay, gut. Was muss ich jetzt machen? Die Seele ist überdimensioniert, nicht der Schuh. Okay, muss ich jetzt da nochmal hoch? Eine Nacht der gefühligen Klassiker. Was wären wir ohne sie? Seit Hunderten von Jahren setzt die Kunst Leib und Leben, Herz und Seele aufs Spiel. Daher nenne ich nur noch eine dreuende Gefahr. Am Hals der Klinge weiche Rundung. So verlockend anschmiegsam. Assistenz, Hoheit des Gelächters, wohlan! Verschone meine Eingeweide. Auf dem Oberkörper, auf dem Kopf ziehen. Feste. Das ist nicht das, wonach es aussieht. Mein Kostüm. Die Schichten. Buh. Oh, Mutter, es ist vorbei. Das war's! Wie konnte ich mich nur so belügen? Alle sehen es! Ich muss hier raus! Wo kann ich mich verstecken? Wer hat denn da meine Clownschuhe an? Glaubst du, mein Job kann jeder machen? Du hast mich zur Lachnummer gemacht! Hi. Es gibt Schläge auf den Musikantenknochen! Ich verdrehe dich wie ein Ballon! Geschätztes Publikum, Clowns und Entertainer, macht euch bereit für eine unerwartete Zugabe. Diese Imitation dürft ihr nämlich nicht ungestraft davonkommen lassen. Das Feuer ist eröffnet! The
begibt euch geordnet zum nächsten Ausgang oder macht mit. Richtig Clownsmütze? Nein. Okay, was ist jetzt? Hier aus dem Lokal. Oh gut. Okay, ich gehe dann mal. Tada! So, triff dich mit. Was soll ich ohne funktionierenden Fernseher mit meiner ganzen Freizeit anstellen? Ich schaue erfolgreich gecrashed und Zen hatte keine Zeit, dafür zu verstehen. Wenn Zeit Stan auf der Promenade zu finden. Okay. Ja, okay, meine lieben Ödländer. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Habt noch einen schönen Tag und denkt ans Liken, Kommentieren, Abonnieren. Bis dahin. Ciao. Komm mal winken. Oh Gott, schaue ich aus.